Schade, dass man Originalmodelle nicht 1:1 nachbauen kann in dem Spiel. Ich hoffe, da kommen später mehr Optionen, was die Karosserie angeht, wegen... Verstand und so. Weiter. Wegen Radstand. Ah! Ja, yeah! Doch, ja. Bin ich voll bei dir. Bin ich komplett bei dir tatsächlich, weil meine Fahrzeuge sehen ähnliche Probleme. Nachbauen. Ich glaube, dass da unten seitlich ist nur Anhängsel. Zugegeben, ja, den könnte man nachbauen. Ne, es geht um... Für Tenef geht es um Originalmodelle tatsächlich. Ich meine, wenn ich bedenke, mein Rocket Racer hat auch schon ein bisschen gelitten. Beim Bau. Der ist ein bisschen sehr lang vom... Aber eine Ferrari F40 hinbekommen. Der sieht schon cool aus. Ah, nice. Ja, ich versuche mich nur an Klassikern dran von alten Lego-Spielen. Tatsächlich. Bisher habe ich 2 Fahrzeuge von Lego Racers 1. Weil die anderen Fahrzeuge dann doch ein wenig zu schwierig sind nachzubauen. Aktuell noch. Da fehlt mir noch das ein oder andere an Material. Wobei ich mich ja eigentlich an den Wüstenracer rantrauen könnte. Wenn ich so ganz ehrlich bin. Also mit Wüstenracer meine ich nebenbei den hier. Den da. Eigentlich habe ich alles, was ich dafür brauche. Wollte Paul Walker Skyline bauen, aber da passt nichts mit dem Radstand und ein paar Teile fehlen. Alter. Oder hiervon noch ein paar. Der dürfte schwierig werden. Der ist sehr flach. Sehr, sehr flach. Plus halt wieder die Düsen hinten. Kennst du noch Lego Adventurers mit dem Egypt-Thema? Da gab es doch so Autos mit einem Badewannen. Deinem. Ja, die. Ja, natürlich. Diese Sandfarbe. Dieses sandfarbene Mittelding. Das Cockpit quasi. Ich weiß, was du meinst. Das musste ich bei dem hier ja selber nachbauen. Das ist ja das Krasse. Das hat der eigentlich auch. In Sandfarben. Also nicht in Sandfarben, sondern in dunkelgrau. Hier. Der hier. Da habe ich das ja selber nachgebaut, so ein bisschen. Es ist schwierig. Sehr schwierig. Also, wie sieht die Base eigentlich von dem hier aus? Alter. Nicht schlecht. Wo komme ich Anleitungen aus den 80er, 90ern her? Also, mein einziger Anlaufpunkt für Anleitungen an der Stelle, ob du sie kriegst, weiß ich nicht. Bricklink. Tatsächlich. War eine scheiß Arbeit tatsächlich. Vor allem der Umsatz von 4er Breite auf eine 5er Breite. Das war uff. An der Stelle. Aber ich habe in einem der Tutorials gemerkt, ich hätte vielleicht nochmal eine Hinge nehmen können. Dann könnte ich die Türen sogar aufmachen, theoretisch. Aber not gonna lie. Ich finde das so auch okay. Weil man darf nicht vergessen, leider ist der Jeep auch
zwei Blöcke zu lang. Eigentlich müsste der hinten schon längst abgetrennt sein. Genauso wie vorne. Aber man macht halt was draus, was man kriegt. Ne? Also von daher, alles gut. Schön, also bau deine Fahrzeuge nicht von hinten nach vorne, okay? Außer du willst rückwärts fahren. Gut, das habt ihr leider verpasst, Tenef und Kaffee. Den hier habe ich tatsächlich rückwärts gebaut. Weißt du, ich hole den gerade raus zum Fahren und merke, wieso fahre ich rückwärts? Moment. Hold on a minute. Komplettes Auto falsch rum drauf. Gut, dass die Baseplate symmetrisch ist. Einmal alles ausgewählt, einmal gedreht, fertig. Das sind auch so kleine süße Features, die das Spiel hat. Ist ein bisschen over the top. So von der Größe her. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ein bisschen zu breit. Würde aber eine relativ stabile Basis für den Wagen darstellen. Ist nicht der Einzige, der den... Ist nicht der Einzige. Bei den Pete's Meets. Der Sepp baut sein Auto auch falsch rum. Aber trotzdem das Rennen. Okay. Gut, Almi. Ne, ich hab's direkt umgebaut, als ich das gemerkt habe. Der ist 6 breit, der geht gar nicht. Den hier könnte ich eventuell... der ist zu lang. Der ist viel zu lang. Für das, was ich vorhab. Unterladen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Scheiße. Nee. So. Wir haben eine Baselänge von... Eins, zwei... 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11. Man hat immer so schiefe Zahlen. Was haben wir hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. Ich möchte andere Rims haben. Eigentlich nicht die Offroad-Rims, wenn ich ehrlich bin. Kriege ich die auch mit an... Kriege ich nicht auch mit anderen Felgen? Ist das möglich? Ich hätte die Offroad-Dinger nehmen müssen. Das Lego Adventures, das war 1998. Ne, Johnny Thunder war später. Johnny Thunder war early 2000s. Oder? Wait a minute. Ne, du hast recht. Klar, natürlich muss es 98 gewesen sein. Lego Racers 1 war von 1999. Und da gab's Johnny Thunder schon. Alter. Ich sag ja, ich bin alt. Zu deiner Info. 92er Baujahr. Scheiße. Nun, schwierig. Das Problem ist, ich habe gerade die Base... Mein Radstand ist trotzdem zu breit, zu lang. Ja, warte mal, wenn mein Radstand zu lang ist, weißt du, was ich dann mache? Dann nehme ich tatsächlich die Räder. Dann kriegt er nämlich jetzt eine Offroad-Variante von dem Auto. Arschlecken. Ich glaube. So, dann brauche ich tatsächlich relativ schnell. Nein. Nein, hör auf. Bauen. So, dann brauche ich nämlich meine Base. Wie war das bei dem anderen? Wagon Cabin with Teilenummer ist... Wagon Cabin... W Teilenummer ist 41.09965. Ja, die Teilenummern damals waren schon schräg. Da ist was dran. Ich hätte gerne die hier.
Ja, doch, ich muss die nehmen. Und zwar... ich glaube, das waren 4. Glaube ich zumindest. Das ist 4 waren. Zwei, drei, vier, es waren 5. Okay, es waren 5. Na dann. Ich brauche immer noch Raketen. Das wäre ich unglücklich. Es waren 5. Frage ist, mache ich den jetzt ein bisschen rückenlastiger oder mache ich den kopflastiger? Ich habe gehört, Johnny Thunder braucht einen dickeren Motor. Für sein neues Offroad-Auto. Scheiß auf Kofferraum. Er braucht eh nur eine Peitsche. Mehr braucht er nicht. So. Farbe Brick Yellow. Ich habe gerade nach den Sets und die Teile einzeln gesucht. 2 Cent so ein Teil. Ja, go Hot Rod. Man wird den Motor eh nicht sehen. Aber, ja. Quasi. Er hat sich jetzt dickere Schlappen drauf gebaut, um pseudonym schneller zu sein. Ah! Oh, sollte man auf mein Essen gucken. Zu futtern. Bleib doch, das wird kein Hotrod. Ich könnte. Warte mal. Das Heck ist aus sich zu bauen. Das weiß ich noch. Zeig mal her, bitte. Hä? Achso. Das Lustige ist, für die Dinger gibt es sogar Anleitungen. Das ist das ganz Heftige daran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 12 quasi. Während die Radlänge auf 9 ist. Egal. Rot, gelb, rot. Oh, bei dem kann ich Spielereien machen. Oh, bei dem kann ich richtig Spielereien machen. Die Scheiben waren bedruckt. Ja, ja. Lego hat früher Dinger rausgehauen, wo man sich echt dachte, wie, das können die? Das geht? Warum geht das heute nicht mehr? Na gut. Die haben einfach keinen Bock mehr. Das ist das Problem. So, damit das Ding ein bisschen stabiler ist. Was genau runter? Guck mal schon. Ich könnte die Triffstufen bauen. Lol. Weiter zum Heulen, ja. Ah. Ja,
erstmal die Lackierkabine. Aber noch ein dunkleres Grau haben wir. Ja. Die allerdings werden schon umgefärbt in... Sind sehr glossy, aber ist egal. So. Das Problem ist, ich muss mir das Ding jetzt mal angucken. Um das hinzukriegen. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal der anderen Sache nach. Und zwar, in seiner Front. Okay. Tatsächlich am Arsch? Haben sie den gebracht? Der Front hat das so gebaut. I mean, why not? Sure. Wenn du das willst, dann kriegst du das so. Nee? Ja. Ist das vorne auch? Nee. Jetzt muss ich anders bauen, wenn ich glaube. Ich will nämlich gar nicht so tief haben. Mach ich das von oben an? Danach kommen zwei davon. Okay. Ja gut, dann machen wir da eine schwarze Platte drauf, machen dann Grauen drauf. Dann legen wir los. Ja, das sieht schon besser aus. Wobei, wenn ich das... Nee, doch, das ist richtig. So, dann hätte ich gerne... Bei dem mache ich es nämlich jetzt anders. Bei dem nehme ich die hier. Jetzt gehen wir nämlich mal realistisch an die Sache dran hier. Klenk, klenk. Die Blinker brauche ich eigentlich nicht, aber ist egal.
So. Kann ich doch das Dreieck darunter setzen? Scheiße. Nein. Nicht schlimm. Gefällt mir das schon eher. So. Habe ich noch markiert? Keine Ahnung. So, jetzt hat. Bitte einfärben in den mattesten Schwarz, das du hast. Genau. So. Problem, ich habe noch keine Kühlergrills. Das ist ein bisschen doof. Die sind sehr doof. Not gonna lie. Habe ich wirklich nicht. Ich weiß, die wird es noch geben, die Kühlergrills. Oder zumindest bin ich mir dessen sicher. Aber aktuell sind leider noch keine da. Halt einfach eine Stoßstange hinten. Erstmal. Spaceholder. So. Was ich auch ironisch finde, ist, dass er tatsächlich hingegangen ist und die hier verwendet hat bei den Dingern. Obwohl es die zu der Zeit noch gar nicht gab. Aber ist egal. I go with the flow. Ein bisschen höher legen will ich die Karre am Ende des Tages auch noch, weil das Cockpit echt viel Platz braucht. So, gut. Dazu. Vorne kam nur noch schwarz-grau. Auch deine Stoßstange in der Grill und die leuchten. Okay. Mhm. Ach so. Wie hätte der das hier bekommen? Die Spitzen. Der hätte die höher gelegene Motorhaube gehabt. Right.
Ah. Right. Das habe ich ja gemacht. Stimmt ja. Base war ja auch noch speziell. Also jetzt brauche ich eine Sechserlänge für den. Ja, habe ich ja im Endeffekt. Ja. Wobei mit den Rädern wird das jetzt schwierig. Weil ich gerade versuche. Ah. Da muss ich mir wohl was anderes für die Türen ausdenken. Kriegen wir schon irgendwie hin. Erstmal meine zwei Wings. Wo habe ich sie da? So. Dann brauchte ich jetzt doof. Ich glaube, ich muss mir mal ein paar Screenshots machen dafür. Gerade ich habe einen Teil zu viel drin. Das kann ich mir einfacher machen. Dieses Adventures-Auto hatte ja noch den Schatzkartenhalter hinten. Ja. Man mag es kaum glauben, aber früher hatte Lego so viele krasse Features, die es heute einfach hier nicht mehr gibt, was eigentlich traurig ist. Aber, naja. Leider gilt bei Lego der gleiche Spruch wie früher. Wie sonst damals. Früher war alles besser. Leider war. Bei denen kommt das clean hin. Könnte ich mir die Basis auch ein bisschen leichter ausfüllen? Hier rein. Dafür zur Stabilität machen wir noch einen Fünfer drunter. So.
Merk schon, die Front muss ich höher ziehen, den Arsch muss ich höher ziehen. Ist aber nicht schlimm. Krieg ich hin. Krieg ich alles hin. Ich will einen Dreier haben. Danke. So. Ja. Standardausstattung, genau. Ja, und zwei Sitzer, ja, ja. Auf einer Breite von 5, das haben wir noch nicht vergessen. Die haben es hingekriegt, einen Teil zu konvertieren von gerade auf ungerade eine Zahl. Das war schon übel. Wenn man es genau betrachtet, was sie da gebracht haben. Hatte schon Style. Das Klee nicht gebaut ohne Loch. Doch, krieg ich. Warte mal. Aha. Hold on a minute. Die Kollisionsabfrage ist ja perfekt bei denen. Da war ja was. Gib mir mal einen 2x2. Flat. 2x2 flat. Yes. Das wird funktionieren. Pass mal auf. Pass mal auf. Jetzt wird's interessant. Brauche. Aber ich hab da trotzdem Schlitz. Kacke. Voll. Wait a minute. Jetzt geht er da drauf. Oh, warte mal. Warte mal. Hold on a minute. Wie gut ist der Kollisionsabfrage? Wie gut ist der Kollisionsabfrage? Das will ich jetzt mal wissen. Wenn die richtig gut sind, dann lassen die mir nämlich eine Wedge da reinsetzen. Dann wird es nämlich ganz wild jetzt. Wo haben wir sie? Wedge, die ich suche. Da. Oh mein fucking Gott. Nicht deren Ernst. Alter, ist das gut. Mach den Schlitz in die Hilfe. Die Idee ist auch gut. Die Idee ist verdammt gut. So eine richtige Mittelkonsole bauen mit Hebel? Ja, why not? Ich muss jetzt erstmal mein Türproblem hier lösen. Tatsächlich. Danach kann ich darüber weiter debattieren. Und trotzdem Schlitz übrig. Fuck. Aber dass das geht, ist gut zu wissen. Na. So wollte ich's. Ja gut, ich den nicht reinkriegen werde, ist klar. Wenn sie mich das safe nicht reinsetzen lassen. Aber ich muss die Custom-Sitze bauen. Sache 2x4 mal 1 gibt's nicht. Doch. Doch schon. Warte.
Warte mal, 2x 4x 1? Doch, da. Den haben sie. Was sie leider nicht haben, ist ein 6er. Also ein 1x1x3. Seite? Ach so, nee. Ich weiß, was du meinst, aber ich werde mich hier wieder an dem orientieren, was ich vorher gebaut habe, tatsächlich, weil ich möchte tatsächlich wieder diesen Knauf dran haben, den die Originalkabine hatte. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist ein Detail, das ist wichtig. Der Knauf. Das ist ein sehr wichtiges Detail. Das wird ein Problem. Den 5er. Wo ich nicht so ganz zufrieden mit bin, aber kriegen wir hin. Irgendwie. I just don't know how yet. Sind doch so gebaut. Auf derselben Ebene. N. Tun sie. Ich werde mit einer kleinen Gap leben müssen. Aber das lasse ich tatsächlich jetzt so stehen. Ich dazu fliegerweise eine Wedge drin. Oh Gott, das ist die große. Okay. Hoppala. Ich die zufälligerweise da drunter? Ne, die ist zu hoch. Okay. Da muss ich mit dieser kleinen Minigap leider dann doch leben. Belastend, aber ist halt so. Belüftungslöcher. Damit das Wasser ablaufen kann. Was? Ist okay. Ist in Ordnung. Kann ich irgendwie mitleben. Ich. So. Dann brauche ich vorne noch den Vierer. Was ist denn da? Eine Sache, die bei der Canopy leider nicht funktioniert, die man dafür damals mit den Canopies machen konnte, ist eine normale Scheibe draufschmeißen. Das geht bei der hier leider nicht. Also. Die da. No chance. Aber ist auch nicht schlimm. Weil, ich nehme einfach die hier. Dann kommt das relativ ähnlich. Ich nehme einfach die hier. Und dann kommt das relativ nah dran. An die ganze Geschichte. Fuck. Wenn ich ganz witzig sein will. Dann mache ich jetzt sogar.
Jetzt werde ich mimig. Jetzt wird's mimig. So. Dann nehmen wir noch den hier dabei. Färbe den hier. Nein. Schwarz oder rot. Man kann sich aussuchen, welche Farbe man nimmt. Tada. Allein die Fahrerkabine gefühlt 40 Teile. Ja. Leider war. Vor allem, wenn man jetzt noch die Details einbaut, die du gerade angesetzt hast. Dann wird es richtig schlimm. Braunleder? Welche Konsole? Wie ein Schobernat. Bewegen ist halt so geil, ne? Es ist. Oh. So, ich kenne das, 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 das und das. Umgefärbt haben in einem. Rötlichen Leder? Ja! Sowas. Weil ich glaube, ich nicht das Lenkrad nehmen sollte. Wo ist die Handbremse? Hey! Hat den Ami-Schlitten nicht. Beziehungsweise, das ist die Handbremse und der Ami-Schlitten hatte. Handbremse ist ein Pedal. So. So Mercedes-mäßig. Aber alleine, dass das so funktioniert, ist halt schon assig, ne? Einfach eine fucking Mittelkonsole. I mean. Why not? Why the actual fuck not? Es ist so bescheuert. Oh boy. Es ist so. Guess what? So. Müssen jetzt eigentlich die Booster drauf. Ich brauche die wirklich noch dort aus dem Hof. Das ist ganz rollt.
natürlich zwei Flares haben vorne. Etwas dickere Schuschlung jetzt. Ist aber nicht schlimm. Auto ist hochgeborgt. Hochgeborgt braucht eine größere. Hochgeborgt braucht eine größere Schuschlung. So. Nein. Zettel mich noch immer so ein bisschen. Oder warte mal, nicht, ich weiß, was ich mache. Ach, shit. Egal. Ich nehme jetzt anders. Das funktioniert sogar. Nice. Weil wir sind ja im 21. Jahrhundert, Autos brauchen auch Tagfahrlicht. So. Und wo kriegt man am besten Tagfahrlicht her? Richtig. In der Schuhstange. Da wird sowas nachgerüstet. Ja, nee. Wenn 60 aus Gelb. Es funktioniert halt einfach. Es ist so bescheuert. Nee, Tagfahrlicht nur. Keine Nebelscheinwerfer. Aber du verstehst den Punkt. Das finde ich halt gut. So, dann brauche ich... Ja, eine andere Farbe, aber darauf will ich hinaus tatsächlich. Und zwar will ich hiervon was haben. Habt ihr zufälligerweise... Ne, habt ihr nicht, ne? Ah, schade. Und den kleinen. I mean. Ich weiß, ich mach das jetzt ganz anders. Pass mal auf, wir wollen ja so ein bisschen hotrottig bauen, ne? Dann spielen wir jetzt mal mit anderen Spielereien. Zwar möchte ich den hier haben. Das ist jetzt ein bisschen falsch aussehen im ersten Moment, aber das ist nicht schlimm. War da unter Hybride, ne? Hier war der. Der hier.
Wie viele kriege ich davon drauf? 2. Okay. Putz auf. Na! Ist nur hin. Mein muss ja dicker Motor sein, ne? Und so. Hier kriegt halt oben drauf noch das Originalteil. Das finden wir hier. Das waren zwei hiervon. Oh lol, warte mal, ich muss noch beide, pass mal auf. Die kleine Grills hier. Oder was ich auch machen könnte, sofern die es haben. Die haben sie nicht. Nur so eine Single Hinge. Ist doof. Schade. Machen auch wieder keinen Sinn, die beiden hier. Ach doch, das sind die. Oh lol. Okay. Hätte ich bis hatte Gewichtsklasse 4. Scheiß drauf! Scheiß drauf, so muss das. Oh, schade. Noch was anderes? Für den Symmetrieaspekt. Jo. Jetzt muss ich leider trotzdem wieder den Rocket Racer raushängen lassen, weil ich keine Alternativen dafür. Obwohl, weißt du was, ich baue die jetzt selber. Diese Jet-Dinger. Was hältst du davon? Was halte ich denn davon, die selber zu bauen? Das ist nicht das, was ich haben wollte. Ich jetzt etwas extravagant, aber ist egal. Etwas andere Jet Engine, würde ich sagen. So.
Ah, nee, ist okay. So kann man es auch machen. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Inklusive Interieur. Mensch. Der Ford. Ich habe gehört, ich nehme jetzt mal für die Horrorschiene fahre ich die zwei Fahrzeuge dann. So. Ja, gut, lackieren. Doch, lackieren muss ich eine Sache noch tatsächlich. Einmal den hier. Den hier. Den und den. Hier nehme ich hier die Sandfarbe. Shit. Tada! Johnny van der Mark 2, let's go! So. Was für einen Booster nehmen wir denn? Welchen habe ich denn auf Sam Sinister geschmissen eigentlich? Eine gute Frage. Ahuga, sowas voll. Ja. Oh! Lol! Du hast recht! Verdammt, du hast recht. Da fehlt ja doch der Fahrer. Eieieiei. Bin ich dumm. So. Und wie Sunny schon gesagt hat, man fährt im Stehen. Nicht. So. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Flammen als Dekoration. Dann würde ich... Das ist halt abartig. Er ist halt so abartig. Kann ich? Ich könnte den Diamanten reinstecken wollen. Okay. Aber nein. Lass mal. Guck mal, er hat eine Gangschaltung. Ja, doch, der ist schon geil. Der Johnny van der Mark 2. Wobei, warte mal, eine Sache fehlt noch. Habe ich vergessen. Ich brauche noch meinen Space Holder da vorne. Für den Moment, bis ich die Grille kriege, die ich brauche. So. Jetzt ist er fertig.
Johnny Thunder Mark II. Das. Aber ich wollte ja noch eigentlich Leistung umstellen. Ich glaube, ich hatte maßvolles Tempo tatsächlich drin. Ich gebe dir einfach mal maßvolles Tempo. So, Sticker, was haben wir denn hier so? Das hat schon niedliche Sticker, ne? So ist es nicht. Die Reifen hatten wir ja schon, Motor haben wir schon. Ja, alles klar. Yes. Witzig wäre es natürlich, wenn ich hier jetzt wieder falsch umgebaut hätte. Was ich natürlich getan habe. Scheiße. Einmal mit Profis oder wie war das, ne? Ist aber nicht schlimm. Überhaupt nicht. Clank. Oh. Moment. Wäre so ein bisschen tief, oder? Meinst du nicht? Jetzt passt die Sache wieder. Tada! Ah. Ich und meine City-Flitzer, ey. Es ist schlimm. Es ist so schlimm. Ah. Gott. Link. So. Tada! Geht doch. Passt doch alles wieder. Mit Tag verlicht und so weiter und so fort. Auf was sind die hier eigentlich eingestellt? Ah, das dachte ich mir nämlich schon. Bei Nacht. Ja. Eingestellt auf bei Nacht, das ist gut. Rückwärts, das ist auch gut. Die Bremsen sind eingestellt bei Bremsen, perfekt. Passt doch alles! Inklusive Tagvorlicht. Braucht man heutzutage. Habe ich gehört. Ich könnte noch was hinten an die Wand kleben, wenn ich wollte. Mache ich aber nicht. Könnte Bedienfeld auf das kleine Ding kleben. Jetzt weiß ich, warum ich nochmal in die Sticker rein wollte. Irgendwas hat man so Turnbrettmäßig. Jo. So, ich habe gehört, ganz klein und dann da drauf. Natürlich, ist klar. Achtet auf den gelben Richtungsfall. Nächste Woche ist das bei Twitch Tips Germany. Leider nein. Glaube ich nicht. Wäre natürlich geil. Würde mich freuen. Aber ich glaube nicht. Als ob ich bei Twitch Tips Germany lande. Bullshit. So. Haben wir jetzt alles? Ja, wir haben jetzt alles. Okay. Ausstellungsraum, speichern. Johnny Thunder 2.0.
Umbenennen. Wurde der so geschrieben? Ja, mit Sicherheit mit Caps. Richtig. Kannst du das mal nachgucken? Kaffee? Obwohl, brauchst du gar nicht. Ich habe hier meine Brickpedia und ich weiß auch mit Sicherheit, dass ich, da dran komme. Opponents. Hallo, Opponents. Danke. Ach, J-O-H-Doppel-N-Y. Digga. Wie schreibt dir denn Johnny, Alter? Ey. So. Yes. Johnny fand er eigentlich John Anthony Genzel Jr. War ein New Yorker Punk-Musiker. Ah, so. Okay, cool. Nee, was nehmen wir denn dann als Schiff für den Typen? Nehmen wir mit Sicherheit nicht das Ding. Warte mal. Ich würde gerne... Kann ich filtern? Filtern? Nein. Für filtern? Kann ich nicht. Okay.